Und ihr seid wieder zurück zu einem neuen Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 Part. Und wir machen weiter mit Brody, der mysteriöse Brody. Und darauf können wir uns auf was freuen, nämlich auf Kakarot, Kakarot, Brody. And yet, in the midst of this terrible decisive battle, the other Z Fighters were having a picnic. Only to encounter the legendary Super Saiyan Broly. Broly pursued Goku as though he was guided by some strange compulsion and forced the Z Fighters to confront his overwhelming power. Calling upon the power of his friends, Goku has placed their hopes for victory in a single epic attack. Naja, episch nicht was anderes. Er tut einfach nur die Faust in ihn rein. Aber ist okay. Uns fehlt auch nur noch ein Dragon Ball. Oh ja. Vegeta and the others accepted an invitation from a mysterious Saiyan named Paragus. Meanwhile, Goku learned from King Kai that a Super Saiyan had destroyed the South Galaxy. And upon detecting this Saiyan's energy, Goku rushed to confront him using instant transmission. Instead of a rampaging Saiyan, Goku found a quiet young man. But the moment Broly saw Goku, he flew into a wild rage. Kakarot! How do you know about me? Und wen juckt das auch? Los geht's gegen Brody. Naja, da sind wir mal gespannt, hä? Ob Brody ein starker Gegner sein wird? Oh, nicht diese Attacke. Okay, diesmal ist es nicht so schlimm wie bei Cooler. You pay for that! Ach, die Kackwand. Oh, da ist der Dragon Ball! Ey, Alter! Broly, verpiss dich einfach von mir! Der Dragon Ball ist meiner. Yeah. Na? Du hast doch keine Chance gegen mich. Überhaupt jetzt, wo ich einen Dragon Ball habe. Komm doch, hä? Brody, komm doch. Ja, ist klar, dass das jetzt geklappt hat. Egal. Ja, das hättest du wohl gern gehabt. Sonniges Kamehameha! Du Sau! Okay, das war der erste Kampf gegen Broly und ja, wir haben alle 7 Dragon Balls! Finde alle 7 Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr. Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls? In ihnen steckt die Zauberkraft. Son Goku, du bist unser Held. Befreit uns von Brody. Goku and Broly's battle waged on. The warriors matching each other, blow for blow. You're relentless! This is the same power I sensed earlier. You're the one who destroyed the South Galaxy, aren't you, Broly? Increasing by leaps and bounds with each passing second, there seemed no limit to Broly's power. Sensing this from afar, Vegeta rushed to the battle. Aha, Vegeta beeilt sich hierher. Okay. Gerade Vegeta. So. Shenlong. Wir rufen jetzt Shenlong. Boah, ich hoffe echt, die hört nicht diese Scheißbälle. Heute, Silvester. Ich glaube, heute nimmt so wirklich nur ich auf. Du, der du die 7 Dragon Balls vereint hast, nenne deinen Wunsch. Und wir nehmen... Was nehmen wir?
Oh, das ist cool. Das war das erste und letzte Mal, dass ich euch Shenlong gezeigt habe. Ich werde euch nächstes Mal Polunga zeigen. Und ansonsten werde ich privat die ganze Zeit cheaten, denn das Problem ist, dass da immer andere Sachen sind. Und ich brauche 4-mal C18 Kurs. Ich glaube 4 oder 5-mal. Dass ich mir dann meinen perfekten Charakter machen kann. Gegen den kein Gegner eine Chance hat. Wir gehen da also zum Ort des Geschehens, um festzustellen, ob Broly der legendäre Super Saiyan ist. Und um ihn zum Kampf. Um ihn zum Kampf zu fordern. Don't tell me you're the legendary Super Saiyan! How dare you trick me! Ja, jetzt kämpfen wir mit Vegeta. Der ist Gott sei Dank schon ein Super Saiyajin, also muss ich mich nicht zu einem Super Saiyajin verwandeln, sondern gleich zu Super Vegeta. Wenn ich es nötig habe, bin ich noch beim Gucken. Autsch. Eigentlich hätte ich ihn ja treffen sollen. Aber egal. Brody, du willst es einfach nicht anders. So, jetzt hast du schon mal weniger Leben als ich. Oh, Super Vegeta! Also in der Stadt ist es ja auch am einfachsten, Dragon Balls zu finden. Dass du es gleich mal wisst. Nein! Behinderter kleiner. Okay, klein ist jetzt die. Vielleicht die falsche Auswahl. Aber egal. Hey! Boah, Dragon Ball. Mein Dragon Ball. This is the end for you. Final Flash! Final Flash! Oh, dann zerstöre ich gleich mal den ganzen Planeten. Was nur eins bedeuten kann. Ich habe ihn nicht getroffen. Ah, ich habe ihn getroffen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist cool. Ein Stern Dragon Ball. Das ist schon mal. Boah, 5 Level hochgekommen. Geil, Vegeta. Richtig geil, Vegeta. Einfach nur geil. Jetzt kommt Club Trunks und den Gohan und Piccolo. Unbeeindruckt von Vegetas Angriffe verwandelt sich Broly in den legendären Super Saiyan. Super Saiyan! He'll kill us all! Vegeta erkennt Brolys Macht und verliert seinen Kampfwillen. Son Goku und Son Gohan geben nicht auf und werfen sich Broly in den Weg. Das ist doch schon mal cool. So. Teen Gohan haben wir. Son Goku und Son Gohan kämpfen tapfer mit den legendären Super Saiyan Broly. Doch besteht wirklich Hoffnung, Brolys grenzenlose Macht zu brechen? Wir nehmen. Nein, ich wollte gerade sagen, wir nehmen zuerst Son Gohan. Und dann Son Goku. Das Beste zum Schluss halten, hä? Nee, eigentlich will ich gucken, dass ich, wenn es geht, mich zum zweifachen Son Gohan gleich verwandle. Und dann hat eigentlich Broly keine Chance mehr, weil ich dann auf jeden Fall viel zu viel schneller bin als er. Ach, jetzt kommt das wieder. Dieses Abschirmen.
dass normale Angriffe nichts bringen. Ich glaube, jetzt ist es besser. Als Super Saiyan kann ich den nochmal treffen. Autsch. 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 Der zieht halt voll viel ab. Ah, verdammt, das hat schon aufgehört. Verdammt, verdammt. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt dieses, dass ich drehen muss, aber... Wie es aussieht, nicht. So. Blöder Penner. Nein, jetzt hat er mich gepackt. Spam-Attacke. Wie konnte er mir das gleich abblocken, obwohl er noch auf dem Boden lag? Hm, egal. Ich habe eh viel zu viel. Ah ja, wie viel der mit normalen Schlag abzieht. Eine Pissenecke. Autsch. Autsch. Das Problem ist, dass mein Son Goku sich nicht nochmal verwandeln kann. Also noch nicht. Ja, ich hab doch schon losgelassen, du Arsch. Pissenecke. Ah, da ist der Dragon Ball. Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch ein Dragon Ball. Ah, der ist stärker gewesen. Komm her, mehr. Ha! Gegeben! Vollidiot! Und zweiter Dragon Ball. Aber jetzt läuft's richtig gut. Oh, keine Sorge, Leute, es wird demnächst wieder ein paar mehr Dragon Ball Parts geben, statt Zelda. Aber ich habe halt immer, es kommt immer von Lust und Laune aus. Son Goku und Son Gohan werden von Portal Stärke überwältigt, wie ich halt Bock habe auf manche Spiele. Destroy this planet. Not a chance. Gohan, don't hold back. Give him everything you've got. Right. Son Goku wird zum Super Saiyan und auch Trunks greift nun in den Kampf ein. Jetzt kann ich mir das Verwandeln sparen. Okay, bei Son Gohan kann ich mir noch einmal verwandeln, aber Trunks könnte ich das rein theoretisch auch. Aber ob ich zu Super Trunks werden will, das bezweifle ich eher, weil dann sind es beide zwei Muskelprotze mit viel zu wenig Schnelligkeit. Als Trunks ankommt, greifen die drei Super Saiyans Broly gemeinsam an. Können sie Broly wirklich aufhalten? He's a monster. If we let him live, he'll wipe out the whole universe. We can't afford to lose this time. Stop! You can't beat him! He's the legendary Super Saiyan! Ach, Vegeta, sonst immer so stolz. Ja, jetzt kämpfe ich nur mit Trunks. Oh, wieso? Ich habe da jetzt drei Super Saiyajins. Wieso muss ich mit Trunks spielen? Gott sei Dank ist es der Super Saiyajin Kämpfender. Und nicht der Mensch wert. Da würde ich heulen. Der kann den normal schlagen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Aha, macht Sinn. Trunks ist also stärker als Son Goku. Burning Attack! War ja klar. Aber ich muss aufpassen. Broly ist natürlich stärker. Ha! Und hier kommt halt wieder mal die Geschwindigkeit zum Einsatz. Ah, shit. Doch drin. Mist.
Ich habe damit nämlich nicht gerechnet. Der weicht halt alles aus, diese dumme Drecksau. Boah, fick dich, Broly. Wieso auch Trunks? Hat eigentlich jemand schon gemerkt, dass ich spielerisch nie Bock habe auf Trunks? Trunks ist dumm. Ich mag Trunks einfach nicht. Und nochmal der gleiche Scheiß. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich Trunks spielen muss. Nee. Nee. Auf jeden Fall nicht. Shit, da kommt ja auch noch ein KT. Wobei, der wird ja wieder Trunks mit Schwert sein. Oh. Weil es der jüngere Trunks ist. Oh mein Gott. Boah, Broly, jetzt gibt's aber... Gibt's echt Headnut. Du kriegst mir gerade so auf den Sack. Und der Witz. Ich mag es da überhaupt nicht, unfair zu kämpfen. Aber manchmal gibt's halt so welche. Gibt's so Leute wie dich, die mir übelst auf den Sack gehen und es einfach nicht anders verdient haben, Hits aufs Maul zu bekommen. Ja. Und das bist du, Broccoli. Wage es erst gar nicht aufzustehen. Ach, wieso packt er auf den Boden? Egal, ich hätte beinahe perfekt gemacht, habt ihr das gesehen? Komm, komm doch nochmal, hä? Und tschüss, Broly. Ja. So könnte ich die ganze Zeit spielen. Aber das mache ich nicht. Weil es langweilig ist. Ich weiß nämlich ganz genau, was ein Computer so ihre Schwächen sind. Weil die immer den gleichen Scheiß machen. Entweder machen sie die ganze Zeit nur den gleichen Scheiß oder sie machen gar nichts. Selbst mit vereinten Kräften können Son Goku und die anderen Broly nichts entgegenzusetzen. Du gibst einfach nicht... Oh, was? Fuck, jetzt habe ich den seinen Text gelabert. Egal. Piccolo, der den Kampf weit entfernt spürt, eilt seinen Freunden zu Hilfe. Yeah! Fucking hell! Piccolo! Piccolo ist der Beste. Wenn es einen gibt, den ich in Tenkaichi 2 liebe, ich schreibe einfach Piccolo. Piccolo Roots. Ja, das ist wirklich ein Gott. Gott des Tenkaichi 2. Es wird demnächst noch ein neues anderes Dragon Ball Spiel noch geben zum Let's Play, gell? Nach Battles of Z. Mit Piccolo an ihrer Seite greifen die Z-Kämpfer Broly erneut an. Do your worst. A monster. No, I am a devil. Ja, Devil May Cry. Ja, nach Battles of Z wird es noch ein Dragon Ball Let's Play wieder gleich geben. Aber es wird kein Tenkaichi 3 sein zuerst. Tenkaichi 3 hebe ich mir wahrscheinlich für nächstes Weihnachten, also nächsten Winter auf. Davor kommt erstmal noch ein anderes Dragon Ball. Ich werde da dann eben mittendrin. Oh, schon wieder. Wieso hat das jetzt nicht getroffen? Na, ist auch egal. Light Grenade! Mist, jetzt war der echt schneller bei dem Angriff. Ah. Schon wieder! Was haben die für Probleme mit dieser Kacke da? Hm. Ja, jetzt hat er mich natürlich wieder gepackt.
Where's the Dragon Ball? Where's the Dragon Ball? Where's the Dragon Ball? Where's the Dragon Ball? Das war so dumm, das zu machen. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Oh. Das ist richtig unfair, so ein Charakter, wo man den nicht normal schlagen kann. Wenn der seine Sprintattacke macht, kann ich eigentlich so gut wie nichts machen dagegen. Außer er selbst ins Sprinten, um dann das scheiß Drehspiel zu machen. Oder ich hau in den Kamehameha oder so auf die Fresse, aber da muss man erstmal dazu kommen. Das Problem ist, dass Piccolo ja scheiß langsam ist, wenn es um Höllenspirale geht. Meine Fresse. Aber wie gesagt, ja, dann wird es erstmal ein ganz anderes Dragon Ball Spiel geben. Und das wird wahrscheinlich kein Z sein, sondern echt ein Dragon Ball Spiel. Ich muss auch Dragon Ball ein bisschen performen. Ich tue ja nur Dragon Ball Z hier an Z-Bayern. Okay, ich bin versteckt. Er kann mich nicht sehen. Broly ist dumm und blind. Ah, fuck. Und ein Arschloch. Und er zieht zu viel ab. So eine kleine Pissnelle. Sonst feiere ich ja eigentlich Piccolo, aber jetzt gibt mir das gerade echt auf den Sack. Verpiss dich! Oh, es hat sogar getroffen. Wer hätte das gedacht? Oh, Alter! Verpiss dich einfach nur noch. Scheiße, die Hälfte geht daneben wegen der Kackwand. Ja. Der größte Nachteil an Piccolo ist seine ultimative Attacke. Die ist nämlich echt kacke. Ja, super, ich konnte nichts machen. Oh, habe ich schon mal gesagt, dass ich das übelst liebe? Ah, fick dich! Broly, fick dich einfach nur. Oh, wie ich es einfach hasse. I hate the shit. I hate the shit. Sonst rock ich alles mit Piccolo, aber nein. Das Schlimmste ist, so welche Kämpfe kommen jetzt öfteres, wo ich im Nachteil bin, weil ich die nicht normal schlagen kann. Macht mir bei den großen Viecher eigentlich aber am wenigsten aus. Muss ich sagen, weil die sind leichter zu erwischen. Auch wenn die teleportieren, bringt das nicht so allzu viel. Man erwischt sie halt trotzdem, weil sie halt zu fett sind. Wie sieht's eigentlich hier aus? Habe ich eigentlich was Besseres als Gesundheit 9? Ja, Gesundheit 10. Toll. Mit den einen Balken bringt's. Angriff? Angriff plus 10. Aber... Grad Gesundheit soll ich nicht runter tun. Ultimative Explosion mache ich weg. Das bringt sich nämlich gerade gar nicht. So, dann habe ich jetzt nämlich volle Stärke und jetzt gebe ich es dir, du blöder Brokkoli-Penner. Jetzt müsste ich eigentlich einiges abziehen mit normaler Attacke. Mit einer guten Kombo müsste ich mindestens zwei Balken abziehen können. Ah. Ah, läuft doch schon viel besser. Okay. Boah, wie ich das hasse. Aber es ist halt besser, weil ich einfach viel zu stark jetzt bin. Mist, zu früh, zu früh, zu früh, zu früh, zu früh. Mist! Ah, ich versuch's, komm! Es muss treffen!
Naja, okay. Das ging ja jetzt auch nicht. Achso, der sieht mich gerade nicht. Das muss ich ausnutzen. Fick dich! Mist! Und ein Dragon Ball ist da hinten. Pissnecke! Yeah! Fick dich, Brory! Fick dich einfach nur! Fick dich! Oh Gott, das wird schon wieder eine halbe Stunde dauern. Aber ich glaube, jetzt kommen wir zum letzten Kampf. Hoffe ich mal. Die Situation scheint für die Z-Kämpfer aussichtslos zu sein. Gleichzeitig kommt Vegeta dank seines Saiyajin-Stolzes wieder zu Kräften und zieht in den Kampf. Ich glaube, jetzt kämpfe ich nochmal mit Vegeta gegen Broly. Kann das sein? Mir wäre es aber auch lieber, wenn es der letzte Kampf wäre. Nein, man kämpft noch einmal mit Vegeta. Super! Ich liebe es. Nachdem sein Kampfgeist zurückgekehrt ist, führt Vegeta Trunks in den Kampf gegen Broly. Don't just stand there, Trunks! Father! Now you'll face me! The Prince of all Saiyans! Then I will enjoy watching you die. Also. Vorletzte Runde, glaube ich. Danach kämpfen wir nämlich noch einmal mit Son Goku gegen legendären Super Saiyan Broly. Und dann bin ich fertig. Und dann hab ich die ganze Scheiße echt eine halbe Stunde gekostet. Weil ich halt so verrückt bin. Oh gut, er sieht mich nicht. Ja, jetzt hat er es echt nicht getroffen. Wisst ihr, da kann er mich mal nicht sehen. Und dann sowas. Immerhin treffe ich ihn. Mist, ich habe doch vorher schon abgedrückt. Ach du Penner. Ja, ist klar. Nein, wieso willst du ihn packen, Vegeta? Oh, manchmal regt er mich ja her. Egal. Mindestens habe ich hier nicht wieder den Nachteil, dass ich nicht mit normalen Angriffen angreifen kann. Jetzt komm. Now. Final Flare. Jetzt habe ich ihn wieder nicht richtig getroffen, kann das sein? Doch. Diesmal hat leider kein Dragon Ball dabei, aber ist ja auch egal. Wir wollen einfach nur noch fertig werden mit dem Spiel. Also mit dem Kapitel mindestens. Was kommt eigentlich danach? Ich glaube. Nochmal Broly, nicht Kabusa. Obwohl wir gegen Mutti kämpft, ist Broly wieder einmal zu stark für ihn. Die Testkämpfer sind bereit, sich ihrem Schicksal zu beugen. Doch entschlossen bis zum Ende zu kämpfen, erhebt sich Son Goku noch einmal. Ja, da schießt halt unser Son Goku. Oh ja. Der steht immer auf. Der zeigt echt keine Gnade. Oh, mindestens gleich Super Saiyan verwundet. Kann ich mir das auch ersparen. Oh,
clearly no match for Broly's awesome strength. Goku was far too determined to back down. Can't let him keep going like this. I'm not going to lose! Come on, then. This place will be your grave. We can't let him keep going like this. I'm not going to lose. Everyone, lend me your power! It's our only chance to stop him! In a final desperate attempt to defeat Broly, Goku gathered energy from his friends, hoping to power up. But will Goku's power be enough to defeat the legendary Super Saiyan Broly? You won't get away with this! Okay. Mindestens so lebenmäßig muss ich mir nicht so arg Sorgen machen, auch wenn er viel abzieht. Nur ich kann natürlich mit Broly wieder nicht, mit Son Goku wieder Broly nicht normal angreifen. Was ich so übel hasse. Aber ich mach das jetzt anders. Mist, der hat mich auch gesehen. Okay. Oh, da ist ein Dragon Ball. Mist, das wollte ich gar nicht machen. Ah, die Kackwand wieder mal. Ich will den Dragon Ball haben. Okay, ich hab den Dragon Ball. Komm, triff! Yeah! Kamehameha! Okay, es sieht gut aus. Geht doch. So, haben wir eigentlich die scheiß Broly-Sage hinter uns. Ultimativer Zukunfts... Ach, Bojack. Den habe ich voll vergessen. Dass dem Pfosten auch noch gibt. Den Hulk für Arme. Of his power into a single attack, Goku finally put an end to Broly's rampage. Looks like we won. Against all hope, the Z Fighters worked together to defeat the legendary Super Saiyan Broly. They enjoyed some well-deserved rest. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Part, wo es wieder heißt Let's Battle Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ciao.